أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يلا تفضل. جزاك الله خير. Ich habe in manchen Moscheen gesehen, dass wir, dass zum Beispiel nach dem Fischgebet, dass die Brüder direkt aufgestanden sind und die Sunna gebetet haben. Ist es korrekt oder wie ist die Ansicht? Der Bruder sagt, es gibt manche Moscheen, da sieht man Leute, sie verrichten zum Beispiel ihr Pflichtgebet und anschließend daran machen sie sofort das Sunna-Gebet. Kennt ihr das? Das heißt, er macht sein Pflichtgebet, er macht Taslim, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, dann steht er auf und macht sofort das Sunna-Gebet. Ist das richtig? Die Antwort, nein, es ist gegen die Sunna. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, La tu salatun bi salatin hatta tatakallam au takhruj. Es dürfen nicht zwei Gebete hintereinander gebetet werden, bis dazwischen gesprochen wird, das heißt zwischen den zwei Gebeten, oder man die Moschee verlässt. Manche Gelehrte sagen, diese Überlieferung von Muawiyah radiallahu anh ist nur auf Jum'a bezogen, auf den Yawmul Jum'a, wie in Sahih Muslim bestätigt wurde. Aber andere Gelehrte wie Imam Nawawi, Sheikhul Islam, rahmatullah alayhima, sie sagten, das gilt auch allgemein. Das heißt, wenn du dein Pflichtgebet machst, dann bete nicht dahinter gleich ein anderes Gebet. Außer du hast dazwischen was? Gesprochen. Du hast zum Beispiel einem Bruder gesagt, Assalamu alaikum, wann gibst du mir endlich mein Geld zurück? Du hast gesprochen. Oder du hast was gemacht? Die Moschee verlassen. Moschee verlassen, sagen sie, ist das Beste. Aber wenn du jetzt auch einen Schritt nach rechts oder nach links gehst, ist das auch kein Problem, beten in der Tat. Na, daher mach das so, weil die Hikma, die Weisheit dahinter ist, wenn du zwei Gebete hintereinander betest, dann denkt man, diese Gebete gehören zusammen. Oder eine weitere Hikma ist, dass wenn du deinen Platz wechselst, was bezeugt Yawm al-Qiyamah für dich? Was bezeugt für dich? Die Erde, dass du an verschiedenen Plätzen gebetet hast. Passt auf. Manche Gelehrte sagen das nur für Jum'ah, andere haben das allgemein gesehen. Wallahu a'lam, man kann das allgemein sehen. Wallahu ta'ala a'la wa'ala.